Ich bin Präsident, mit zwei Drittel Mehrheit, Verfassung umgestellt, bitte, wie sie mir gefällt. Hey Putin, Kampf, Schlumpf, nacke die, nacke dein, nacke hopsasa. Hey Putin, Kampf, Schlumpf, der macht, was ihm gefällt. Oppositionelle sind für mich Kriminelle, alle groß und klein, lalalala, sperr ich erstmal ein. Hey Putin, Kampf, Schlumpf, seine Gegner gehen hopsasa. Hey Putin, Kampf, Schlumpf, der macht, was ihm gefällt. Die Merkel sagt zu mir, bitte sei doch demokratisch. Doch mit mir gibt's nur dicke Diktatur. Ich hab ein Haus, da zieh ich nie mehr aus. Und jeder, der mich stört, den schmeiß ich dann zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Und wer mich nicht mehr mag, hat morgen dann kein Gas im Herd. Auch Rüstungsvertrag, wid und auch der Westen. Ja, da scheiß ich drauf, wid und rüste auf. Au, Moskau, Menschenrechte garantiert, wenn man mit dem Strom marschiert. Ho, 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 ho. Hey Putin, Putin, lupenreiner Demokrat, baut sich einen Zarenstaat. Hey! Russland, fremd und geheimnisvoll, kriegt schnell die Fresse voll, autsch tut das weh. Putin hat trotzdem kein Problem, der Westen will ihn verstehen, denn wir wollen das Gas. Russen, so ist halt das Leben. Ihr seid uns völlig egal. Wir wollen doch nur euer Bestes. Und das ist Gas, Kohle, Erdöl und Stahl. Moskau, Moskau, lasst euch auf die Fresse hauen. Auf Hilfe braucht ihr nicht zu bauen, schon gar nicht von uns. Hey, Putin, Putin, bei uns bist du gern gesehen, weil wir uns so gut verstehen. Hey! Und jetzt das Lied von den toten Russen. Rumnörgeln in Russland ist ein gefährlich Sport. Viele haben ihn ausprobiert, die meisten sind jetzt fort. Blutiger Tschetschenienkrieg, Juschenko muckte auf offener Straße abgeknallt, da waren's nur noch fünf. Oh, okay, bisschen holprig der Reim, aber Sie ahnen ja, worauf wir hinaus wollen, ne? Olle Paule Klebnikow schrieb gegen Korruption. Ein Oligarch war angepisst, vier Kugeln waren der Lohn. War sicher nur ein Unfall, da ist bestimmt in die Kugeln reingelaufen. So, jetzt sind es noch vier, ne? Okay. Zentralbank-Vize Koslow sah seinen Job zu eng. Er kämpfte gegen Mafia-Filz, am Ende macht es Peng. Aber Putins Kumpels haben ja damit nichts zu tun, ne, damit das klar ist. Ich bin nicht lebensmüde, ne? So, bleiben drei, auf geht's, zack, zack. Der Chodorkowski Michael finanziert die Opposition. Jetzt wohnt er in Sibirien. Ein bisschen friert er schon. Hätte sich mal von dem Geld lieber so einen Fußballclub in England gekauft, ne, wie dieser Abramowitsch, ne? Dann klappt's doch mit dem Putin. So, zwei noch, auf geht's. Anna Politkovskaya ging Putin auf den Sack. Einer holte die Flinte raus und weg war sie. Zack, zack. Da läuft doch, ne? So geht Pressefreiheit in Russland, aber Putin ist natürlich unschuldig, ne? So, einer noch. Doch Alex Litwinenko ließ Putin nicht in Ruhe. Das Sushi ist ihm schlecht bekommen, sein Sarg ist nun geschlossen zu. Scheiße verhauen, ach komm! So viele tote Russen, woran das liegen kann? Nur keine schnellen Schlüsse ziehen. Putin bleibt unser Mann. Dankeschön. Danke. Dankeschön.
Alles, was Sie über Extra 3 wissen müssen, gibt's im Internet unter www.ndr.de/extra3. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche. Tschüss.